Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin. Die Parteiführung der Sozialistischen Einheitspartei, SPD, bittet um Nachsicht und Verständnis und nahm Bezug auf die kürzlich geäußerte Aussage des verdienten Parteimitglieds und Mitglied des ZKs, Innenministerin Faeser. Die im Volke so beliebte Kämpferin für innere Sicherheit, Freiheit und den Kampf gegen die rechte Gefahr, das Bulwark gegen Desinformation zur Desinformation, verkündete vor kurzem ein Wahlrecht für Asylanten ab einer Aufenthaltszeit von 6 Monaten. Dies sorgte kurzfristig für eine geringfügige Irritation in der Partei und Staatsführung und bewegte diese zu einer Stellungnahme und Richtigstellung. So gab das Politbüro bekannt, dass bei der von Ministerin Faeser angekündigten Frist für eine Wahlbeteiligung von Asylanten sich ein kleiner Tippfehler eingeschlichen hat. Dies sei verursacht worden durch die Benutzung eines aus rechtsradikalen Kreisen stammendes Fahrband in einer Erika-Schreibmaschine der Parteizentrale. So soll das Wahlrecht für unsere Gäste nicht erst ab 6 Monaten, sondern bereits nach 6 Tagen gelten. Dies sei zwingend nötig hinsichtlich der gewünschten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern. Odenthal. Partei und Staatsführung zeigen sich entzückt und belobigen die Genossen der zuständigen Bezirksregierung für die Umwandlung der Friedhofstrauerhalle in Odenthal in eine Flüchtlingsunterkunft. Die unter frenetischer Begeisterung besonders der trauernden Bevölkerung herzlich begrüßte Entscheidung beweist einmal mehr, wir haben Platz. So finden zukünftig in der wohnlichen Atmosphäre der kleinen Trauerhalle bis zu 10 unserem Staate so nützliche Flüchtlinge ein wohnliches Heim. Jedoch gibt es auch, sagen wir mal, konstruktive Kritik aus unseren sozialistischen Kreisen. So wäre ein Umzug von ansässigen Pflegebedürftigen aus ihren Pflegeanstalten in den Wohnraum auf dem Friedhofsgelände sinnvoller, da diese Personen sozusagen näher an dem Thema sind. Des Weiteren ist die Frage noch nicht geklärt, ob oder wo zukünftig Trauerveranstaltungen stattfinden. Das Angebot eines ansässigen Fleischereibetriebes, die Trauerveranstaltungen zukünftig in seinem Verkaufsraum stattfinden zu lassen, wird zurzeit von den Genossen der Bezirksregierung geprüft. Charta der Vielfalt Berlin. In einer sensationellen Studie der Sozialistischen Kommission Charta der Vielfalt traten sensationelle, aber auch unberuhigende Tatsachen zutage. So entgehen unserer kleinen Republik hunderte Milliarden Euro wegen mangelnder kultureller Vielfalt und das wahrscheinlich jeden Tag. Denn Menschen aus Einwandererfamilien müssen mehr Bewerbungen schreiben, bekommen weniger Gehalt und werden seltener befördert. Das bremst nicht nur sie aus, sondern gefährdet auch unsere Planwirtschaft und die zeitgerechte Umsetzung der Transformation. Aus diesem Grunde und auf Drängen der Werktätigen und Genossen bildete das ZK eilig eine Kommission, die sich dieser Problematik annimmt und die nötigen Reformen und Gesetze berät. So stehen schon recht interessante Vorschläge zur Wahl, wie zum Beispiel die Verpflichtung für alle Kombinate, alle Menschen aus Einwandererfamilien auch ohne Bewerbung oder etwaiger Befähigung zu einem höheren Gehalt, als es für hier schon länger lebende Genossen gezahlt wird, auf unbegrenzte Zeit einzustellen. Durch diese Maßnahme erhofft sich die Partei und Staatsführung nicht nur eine Steigerung der kulturellen Bereicherung, sondern auch die schon jetzt immens hohen Einnahmen durch die Einwanderung noch weiter zu erhöhen. Hamburg. Kulturschaffende, die Genossen der Bezirksregierung, alle Werktätigen und Jugendbrigaden belobigen das Engagement des kulturellen Parteisoldaten Herbert Grönemeyer anlässlich der Kundgebung der sozialistischen Jugendbewegung Fridays for Future in Hamburg. Waren doch seine sozialistischen Kampflieder, wie zum Beispiel Kinder an die Macht, nicht nur ein Statement, sondern fürwahr eine politische Prophezeiung. Mit den Worten, man sollte dieser Generation dankbar sein, würdigte der sozialistische Bade die für unsere kleine Republik so wichtige Arbeit der Fridays for Future Organisation.
So spannte sich an diesem Tag der Bogen von den Vorkämpfern für Frieden, Sozialismus und für eine Politik zum Wohl des ganzen Volkes. Guten Abend.